Märchen von Hans Christian Andersen. Das Gänseblümchen. Nun hör einmal. Draußen auf dem Lande, dicht am Weg, lag ein Landhaus. Du hast es gewiss selbst schon einmal gesehen. Vor ihm lag ein kleiner Garten mit Blumen und einem Zaun. Dicht dabei an Garben, mitten in dem schönen, grünen Grase, wuchs ein kleines Gänseblümchen. Die Sonne beschien sie ebenso warm und schön wie die großen, schönen Prachtblumen darin im Garten. Und deshalb wuchsen sie von Stund zu Stund. Eines Morgens stand sie mit ihren kleinen, blendend weißen Blättchen wie die Strahlen um die kleine gelbe Sonne in der Mitte ringsherum sitzend, ganz entfaltend da. Sie dachte gar nichts daran, dass kein Mensch sie dort im Grase sehe und dass sie eine arme, einfache Blume sei. Nein, sie war vergnügt. Sie wendete sich der warmen Sonne gerade entgegen, sah zu ihr hoch auf und horchte auf die Lerche, die in der Luft sang. Das kleine Gänseblümchen war so glücklich, als ob es ein großer Festtag gewesen wäre. Und es war doch ein Montag. Alle Kinder waren in der Schule. Während sie auf den Bänken saßen und etwas lernten, saß sie auf ihren kleinen grünen Stängel und lernte auch von der warmen Sonne und allen ringsumher, wie gut Gott ist. Es machte sie so froh, dass die kleine Lerche alles, was sie in der Stille fühlte, so deutlich und schön sang und war aber gar nicht betrübt, weil sie es selbst nicht konnte. Ich sehe und höre ja, dachte sie. Die Sonne bescheint mich und der Wind küsst mich. Oh, wie bin ich doch begabt worden. Im Garten standen viele steife, vornehme Blumen. Je weniger Duft sie hatten, umso mehr prunkten sie. Die Sonnenrose blies sich auf, um größer als eine Rose zu sein. Aber die Größe ist es nicht, die es macht. Die Tulpen hatten die allerschönsten Farben, das wussten sie wohl, und hielten sich so gerade, damit man sie besser sehen möchte. Sie betrachteten die kleine Gänseblume da draußen gar nicht, aber sie sah desto mehr nach ihnen und dachte, wie sie sich reich und schön, ja, zu ihnen fliegt sicher der prächtige Vogel hernieder und besucht sie. Gott sei Dank, dass ich so nah daran stehe, so kann ich doch den Staat zu sehen bekommen. Und gerade wie sie das dachte, da kam die Lerche nieder ins Gras zu der armen Gänseblume geflogen. Die erschrak so laut vor Freude, dass sie gar nicht wusste, was sie denken sollte. Der kleine Vogel tanzte rings um sie herum und sang. Wie ist das Gras so weich? Welch liebliche kleine Blume mit Gold im Herzen und Silber auf dem Kleide. Der gelbe Punkt in der Gänseblume sah ja auch aus wie Gold und die kleinen Blätter ringsherum erglänzten silberweiß. Wie glücklich die kleine Gänseblume war, das kann niemand begreifen. Der Vogel küsste sie mit seinem Schnabel, sang ihr noch vor und flog dann wieder in die blaue Luft hinauf. Es währte sicher eine ganze Viertelstunde, bevor sich die Blume wieder beruhigen konnte. Halb beschämt und doch innerlich erfreut sah sie nach den anderen Blumen im Garten. Sie hatten ja die Ehre und Glückseligkeit, die ihr widerfahren war, gesehen.
Sie mussten ja begreifen, welche Freude das war. Aber die Tulpen standen noch einmal so steif wie früher und dann waren sie spitz im Gesicht und rot, denn sie hatten sich geärgert. Die Sonnenblumen waren ganz dickköpfig. Es war gut, dass sie nicht sprechen konnten. Sonst hätte die Gänseblume eine ordentliche Zurechtweisung bekommen. Die arme kleine Blume konnte wohl sehen, dass sie nicht guter Laune waren, und das tat ihr herzlich weh. Zur selben Zeit kam drinnen im Garten ein Mädchen mit einem großen, scharfen und glänzenden Messer. Es ging gerade auf die Tulpen zu und schnitt eine nach der anderen ab. Ui, setzte das kleine Gänseblümchen. Das war schrecklich. Nun ist es mit ihnen vorbei. Dann ging das Mädchen mit den Tulpen fort. Das Gänseblümchen war froh, dass es draußen im Grase stand und eine kleine Blume war. Es fühlte sich so dankbar und als die Sonne unterging, faltete es seine Blätter, schlief ein und träumte die ganze Nacht von der Sonne und dem kleinen Vogel. Am nächsten Morgen, als die Blume wieder glücklich alle ihre weißen Blätter gerade wie kleine Arme gegen die Luft und Sonne ausstreckte, erkannte sie des Vogels Stimme. Aber es war traurig, was er sang. Ja, die arme Lerche hatte guten Grund dazu. Sie war gefangen worden und saß nun in einem Käfig dicht beim offenen Fenster. Sie besang das freie und glückliche Umherfliegen, sang von den jungen grünen Korn auf den Felde und von der herrlichen Reise, die sie auf ihren Flügen dort in der Luft heraufmachen konnte. Der arme kleine Vogel war nicht bei guter Laune, gefangen saß er in einem Käfig. Die kleine Gänseblume wünschte ihr zu helfen, aber wie sollte sie das anfangen? Ja, es war schwer zu erdenken. Sie vergaß völlig, wie schön alles ringsumher stand und wie warm die Sonne schien. Ach, sie konnte nur an den gefangenen Vogel denken, für den sie durchaus nichts tun konnte. In derselben Zeit kamen zwei kleine Knaben aus dem Garten. Der eine von ihnen hatte ein Messer in den Händen, groß und scharf, wie das des Mädchens war, das die Tulpen abgeschnitten hatte. Sie gingen gerade auf das kleine Gänseblümchen zu, die gar nicht begreifen konnte, was sie wollten. Hier können wir ein herrliches Rasenstück für die Lerche ausschneiden, sagte der eine Knabe und begann nun, um die Gänseblume in einen Viereck tief hineinzuschneiden, so dass sie mitten in das Rasenstück zu stehen kam. Reiße die Blume ab, sagte der eine Knabe und das Gänseblümchen zitterte aus Angst. Denn abgerissen werden, das heißt ja das Leben verlieren. Und nun wollte es so gerne leben, da es mit dem Rasenstück zu der gefangenen Lerche in den Käfig sollte. Nein, lass sie stehen, sie ist so niedlich. Und so blieb die kleine Gänseblume stehen und kam in den Käfig zur Lerche. Aber der arme Vogel klagte laut über die verlorene Freiheit und schlug mit den Flügeln gegen den Eisendraht des Käfigs. Die kleine Gänseblume konnte nicht sprechen, kein tröstendes Wort sagen. So verging der ganze Vormittag. Hier ist kein Wasser. Sie sind alle ausgegangen und haben vergessen, mir einen Tropfen zu trinken zu geben. Mein Hals ist so trocken und brennt. Es ist Feuer und Eis in mir und die Luft ist so schwer. Ach, ich muss sterben, scheiden von dem warmen Sonnenschein, vom frischen Grün, von all der Herrlichkeit, die Gott geschaffen. Und dann bohrte sie ihren Schnabel in das kühle Rasenstück, um sich dadurch ein wenig zu erfrischen. Da fielen ihre Augen auf das Gänseblümchen und der Vogel nickte ihm zu, küsste es mit dem Schnabel und sagte: Du
musst hier drinnen auch vertrocknen, du arme kleine Blume. Dich und den kleinen Flecken grünes Gras hat man mir für die ganze Welt gegeben, die ich draußen hätte. Jeder kleine Grashalm soll mir ein grüner Baum, jedes kleine weiße Blättchen eine duftende Blume sein. Ach, ihr erzählt mir nur, wie viel ich verloren habe. Wenn ich ihn doch trösten könnte, dachte die Gänseblume. Aber sie konnte kein Blatt bewegen. Doch der Duft, der den feinen Blättern entströmte, war weit stärker, als wenn ihn sonst bei jeder Blume findet. Das bemerkte der Vogel auch. Und obgleich er von Durst fast verschmachtete und in seinen Schmerz die grünen Grashalme abriss, berührte er doch nicht die Blume. Es wurde Abend und noch kam niemand, den armen Vogeln etwas Wassertropfen zu bringen. Da streckte er seine hübschen Flügeln aus, schüttelte sie krampfhaft. Sein Gesang war ein wehmütiges Piep-Piep. Das kleine Haupt neigte sich der Blume entgegen und des Vogels Herz brach aus Mangel und Sehnsucht. Da konnte die Blume nicht wie am vorhergehenden Abend ihre Blätter zusammenfalten und schlafen. Sie hing traurig zur Erde nieder. Erst am nächsten Morgen kamen die Kinder und als sie den Vogel tot erblickten, weinten sie, weinten viele Tränen und vergruben ihn in ein niedliches Grab, das mit Blumenblättern verziert wurde. Des Vogels Leiche kam in eine rote, schöne Schachtel. Königlich sollte es bestattet werden, der arme Vogel. Als er lebte und sang, vergaßen sie ihn, ließen ihn im Käfig sitzen und Mangeln leiden. Nun bekam er viele Tränen. Aber das Rasenstück mit den Gänseblümchen wurde achtlos weggeworfen. Niemand dachte an das bescheidene Blümchen, die doch am meisten für den kleinen Vogel gefühlt hatte und ihn gern trösten wollte. Das war das Märchen vom kleinen Gänseblümchen von Hans Christian Andersen. Hintergrundmusik von YouTube, Künstler Sir Cupboard. Geräusche, Audio, Tierstimmenarchiv. Dein Oma Liebchen sagt aus ganz weit weg Tschüss, Servus, pfiat die gut und bis bald.